Liebe Freunde, in Berlin große Aufregung. Die Große Koalition peitscht heute ein Gesetz durch, das die Regierung und die Länder ermächtigt, die Corona-Verordnung noch zu verschärfen und das ohne Kontrolle des Bundestages. Sie sehen, was hier hinter los ist. Vor mir stehen zwei Wasserwerfer, hinter mir ist ein Wasserwerfer im Einsatz. Die Polizei reagiert hier meines Erachtens völlig maßlos. Ihr könnt es im Video sehen, ihr könnt es auf den Fotografien sehen. Der Carsten Hilse wurde von der Polizei festgenommen, auf den Erde gedrückt, auf Deutsch gesagt fast verprügelt. Der sieht gezeichnet aus im Gesicht. Also hier ist heute die Demokratie abhandengekommen. Es erinnert mich an 1989, als die DDR-Regierung Angst vor ihrem Volk hatte. Und da hinten steht das Volk, das wird gerade bekämpft. Dankeschön.